Sie hören eine weitere Ausgabe von Crop FM Spezial. Im Interview Heike Habel. Die seit 1982 UFO-Begegnungen der vierten Art bzw. Entführungen durch unbekannte Intelligenzen erlebt. Die 1955 in Gronau-Westfalen geborene Aktivistin absolvierte zwischen 1975 und 1978 eine Ausbildung zur Krankenschwester und engagierte sich seit 1983 sehr stark für die Friedensbewegung, später dann auch im Antimilitarismus und der Anti-Atom-Bewegung. Für ihre sehr mutigen Protestaktionen musste sie auch ein Vierteljahr in Untersuchungshaft zubringen. Heike Habel leidet seit dem Jahr 2000 an MCS, Multiple Chemical Sensitivity, eine durch Umweltgifte ausgelöste Erkrankung. Die UFO-Erlebnisse begannen 1982 auf einer abgelegenen Landstraße, kaum breit genug für zwei Fahrzeuge. Es entfaltete sich ein typisches Entführungsszenario, bei dem auch ihr damaliger Mann sowie drei ihrer Kinder anwesend waren. Jahre später kommt es in weiteren Entführungserlebnissen Heikes Erinnerungen zufolge offenbar zu Begegnungen mit einem hybriden Kind, das allem Anschein nach eine Kreuzung zwischen Mensch und Besucher ist. Doch erst fast 30 Jahre nach ihrem ersten Entführungserlebnis wird sie sich ihrer Kontakte bewusst und beginnt, diesen verschütteten Teil ihrer Geschichte aufzuarbeiten. Keine leichte Aufgabe. Die Erinnerungen sind verstörend und werfen sehr viele Fragen auf. Es folgt ein circa 90-minütiges Interview mit der heute 55-jährigen Heike Habel, in dem sie auf viele faszinierende Details ihrer Erlebnisse eingeht. Ein zumindest im deutschsprachigen Raum sehr rares Zeugnis von verstörenden Vorgängen, die offenbar weltweit passieren und deren Implikationen und tatsächlichen Hintergründe heute noch völlig unabsehbar sind. Und das, obwohl Vorfälle und Erlebnisse dieser Art seit über 50 Jahren dokumentiert werden. Doch das Wieso und vor allem das Wer ist heute ebenso unklar wie in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Heike Habel am Telefon. Du hattest offenbar schon in den 80ern sehr intensive Erfahrungen mit UFO-Sichtungen und auch Entführungserlebnissen. Und freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, dass du über diese Dinge hier auf meiner Sendung sprichst und wir dieses Interview machen können. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, du hast ja auch sonst eine sehr bewegte Lebensgeschichte hinter dir. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Ja, also ich bin 55 Jahre alt, bin in Oldenburg aufgewachsen, habe dort eine Lehre als Krankenschwester gemacht, geheiratet und naja, eine ganz normale Karriere als Hausfrau und Mutter gemacht, sprich vier Kinder bekommen und bin dann aber angefangen mit politischer Arbeit 1982. In der Friedensbewegung und ja, ziemlich schnell kam dann auch Frauenpolitik dazu, habe mich dann aber relativ schnell radikalisiert. Das heißt, das wurde dann antimilitaristische, Anti-AKW-Arbeit und feministische Politik, ging dann über in antiimperialistische Politik, über diese, ja, auch über den Anti-AKW-Widerstand. Bin ich dann 1986 eingefahren als politische Gefangene, war dort ein Vierteljahr in U-Haft und auch immer wieder kurz in Haft wegen sogenannter politischer Delikte. Ja, 1991 bin ich dann nach Hamburg gezogen und dort war dann der Schwerpunkt kurdische Befreiungsbewegung. Und nach dem 11. September haben wir uns als Frauen organisiert in eine feministische, antimilitaristische Gruppe. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, dass ich ab im Jahr 2000 MCS bekommen habe, was mein Leben leider sehr prägt. MCS heißt Multiple Chemical Sensitivity und bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man so vergiftet ist, dass der Körper einfach mit nichts mehr klarkommt. In dem Zusammenhang habe ich mich dann auch mehr mit Chemtrails beschäftigt. Ja, spirituell bin ich eigentlich immer schon gewesen, eigentlich schon als Kind. Also es war dann zum Beispiel so, dass ich mit 8 Jahren irgendwie mir schon vorstellen konnte, als Nonne ins Kloster zu gehen und so. Ja, und es wurde dann, ja, es war, begleitete einfach so mein Leben, sag ich mal. Mir war immer klar, da ist einfach mehr zwischen Himmel und Erde und UFOs fand ich auch ganz normal, dass es sowas gibt. Hatte aber erstmal, wie gesagt, nie Kontakt oder Sichtung oder ähnliches. Und das hat sich dann eben geändert.
Und zwar, das muss im Sommer 1982 gewesen sein. Da bin ich mit meinem damaligen Mann zurückgefahren von Hessen aus. Wir haben damals in Wraschenburg, hieß das. August 10 sagt wahrscheinlich mehr Leuten etwas. Also auf dem Dorf gelebt und sind dann immer so eine kleine Abkürzung gefahren. Das war eben so ein ganz, ganz kleiner Weg und genau auf diesem Weg, also auf dem ersten Viertel dieses Weges, wo keine Häuser, nichts standen, kam uns dann auf einmal ein wahnsinnig helles Licht auf uns zu. Mein Ex-Mann ist gefahren. Kurz möchte ich jetzt aber noch auf deine Zeit als Aktivistin eingehen. Okay. Also ihr habt euch sehr engagiert in verschiedensten Richtungen und Probleme bekamst du vor allem mit deinem Engagement gegen das deutsche Engagement in Sachen Atomenergie. Und ihr habt da auch mal versucht, diese Atomtransporte zu blockieren. Richtig, genau. Das war damals eine Zeit, wo der Atommüll aus den Atomkraftwerken und nicht nur da, also auch aus der Forschung haben wir später festgestellt, über die Autobahn transportiert wurde Richtung Hafen, damals Richtung Hafen Lübeck, hat sich später geändert nach Emden. Und wir haben versucht, mit Autos sozusagen diese Atommülltransporter zu blockieren. Also Ziel war dann einfach, dass sie nicht pünktlich im Hafen ankommen, dass sie sozusagen zwischenlagern müssen, weil die mussten immer sozusagen auf die Schiffe verladen werden, bevor der normale Hafenbetrieb losging. Und sie das eben zwischenlagern müssen und sich dadurch mehr Proteste bilden. So, das war einfach das Ziel. Ja, und dann haben wir es eben bei einer dieser Aktionen, haben wir es dann tatsächlich mal geschafft, einen Atommülltransporter richtig runterzubremsen auf der Autobahn. Und das hat uns der Staat natürlich sehr übel genommen, wie man sich vorstellen kann. Und da ging es ja bei dieser Aktion ziemlich hart zugange. Also ihr seid da auch gerammt worden von diesem Transporter dann, beziehungsweise von Begleitfahrzeugen. Ja, es war einfach so, dass es waren immer zwei Atommülltransporter, die hintereinander fuhren, riesige LKWs. Und dahinter fuhren dann Polizeiwagen und auch Zivilwagen, die so eine Kette gebildet haben, dass da eben niemand rein konnte, niemand da zwischen konnte. Und dann fuhr halt ein so ein Polizeiwagen zur Seite und dann habe ich meine Gruppe gefragt, hallo, das ist jetzt eine Falle, aber wir können es auch für uns nutzen, soll ich durchfahren? Ja, haben die dann gesagt und dann sind wir halt durchgefahren. So, und dann da habe ich natürlich schnell auch angezogen und so und die hatten sich das dann wohl so vorgestellt, sie kommen mit dem Polizeiwagen neben uns, ziehen die rote Kelle und halten uns dann an, um unsere Nerverei sozusagen zu beenden. Das haben sie dann auch getan, ich habe natürlich nicht angehalten, weil unser Ziel war ja ein anderes. Damit hatten sie wohl nicht gerechnet. Ja, und dann haben sie es wirklich bei sage und schreibe 160 Stundenkilometern darauf angelegt, uns zu rammen. Das fand ich ziemlich krass, weil sie sind wirklich tierisch nahe gekommen. Und ich habe dann eigentlich nur mich noch aufs Fahren konzentriert und habe gedacht, okay, wenn ihr mich rammt, dann ramme ich euch auch. Dann fliegt ihr in den Graben und nicht ich. So. Und sie sind wirklich so nahe gekommen, dass wir bequem in ihr Auto reingucken konnten. Aber haben sie es dann letztendlich doch nicht getraut. So, und wir sind dann, diese ganze Situation, dieses ganze Gerangel, haben dann zwei Frauen im PKW hinter uns ausgenutzt und sind auch durch die Lücke gefahren und haben sich vor den ersten Atomtransporter gesetzt, der, also von hinten gesehen, der erste. Da waren sie dann natürlich völlig überfordert und so, oh Gott, was ist jetzt los und so. Und dann haben sie schnell von uns abgelassen, sind dann dahin gedüst. Und das haben wir natürlich wieder ausgenutzt und sind dann vorbeigefahren und haben dann uns vor den vorderen Atommülltransporter gesetzt und haben den natürlich langsam runtergebremst, weil es natürlich klar ist, es war ein riesen LKW, der hat natürlich einen langen, langen Bremsweg und den kann man nur langsam runterbremsen. Und der war aber auch sehr krass drauf, dieser Fahrer, weil der hat es auch wirklich angelegt, wieder uns von hinten zu rammen. Und das ist ja bei so einem großen LKW dann nicht so ohne. Also es war wirklich, der war so dicht dran, dass ich seine Lichter nicht mehr sehen konnte im Rückspiegel. Okay, also eine ziemlich auch gefährliche Aktion da auf der Autobahn. Ja. Wie, das war in den 80er Jahren? Richtig. Ja. Mhm.
Was waren denn die Erfolge eurer Aktionen in dieser Zeit? Ich meine, hat sich dann irgendwas geändert? Wie viele Menschen waren denn da beteiligt an diesen sehr direkten Protesten? Puh, also wie viel das waren, weiß ich nicht mehr, aber es waren schon sehr, sehr viele. Also es fing eben langsam an, dass Greenpeace hat das damals veröffentlicht, sozusagen. Die sind einmal mit dem LKW hinter so einem Transport hinterhergefahren, ohne dass sie das gemerkt haben. Und haben dann immer telefoniert mit Polizei, technischem Hilfswerk und so weiter und haben eben festgestellt, niemand weiß eigentlich Bescheid, wenn was mit diesem Atommülltransporter ist. Dann haben sie das eben veröffentlicht und dadurch haben sich dann eben immer mehr Initiativen damit beschäftigt. Und das ist eben dann auch so ein bundesweites Konzept geworden und es wurden dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. In dem Zeitpunkt, also wo wir diese Aktion gemacht haben, da waren eigentlich schon alle Städte so an den Autobahnen oder rund umliegenden Gebiete, die waren da schon dran beteiligt. Also das waren dann schon wirklich richtig viele. Und aufgrund dieser Aktion warst du dann ein halbes Jahr auch in Untersuchungshaft? Ein Vierteljahr. Ja, also es war dann erstmal so, wie gesagt, sie haben uns das natürlich sehr übel genommen, haben uns dann irgendwie nicht mehr aus den Augen gelassen bis Lübeck und haben uns dann ziemlich brutal aus dem Auto rausgeholt, wollten uns da schon verhaften. Das haben sie dann aber irgendwie sich dann doch nicht getraut, weil die Menschen dort noch sehr aufgebracht waren und diesen Polizeiwagen, in dem wir dann saßen, so geschaukelt haben. Und und dann haben sie uns wieder rausgelassen. Aber wie gesagt, das hat dann letztendlich zum Haftbefehl geführt und danach eben auch zur Inhaftierung. Aber wir haben es dann auch freigekämpft. Aber um nochmal zu sagen, ob das geschafft, also es war damals so, wie gesagt, das Ziel war ja, den zu stoppen, bevor dieser Hafenbetrieb losgeht. Und das haben wir auch irgendwann geschafft. Nicht bei dieser Geschichte, die wir da gemacht haben, aber bei einem der nachfolgenden, ist es dann tatsächlich gelungen. Es war tatsächlich auch so, dass sie diesen Atommülltransport dann so zwischengelagert haben und sich daran wirklich ganz viel Protest entwickelt hat. Und es ist dann wirklich nicht mehr über Lübeck gelaufen. Aber sie haben es dann, also danach war dann ihre Reaktion, dass sie dann über Emden laufen lassen haben. Aber da hat sich dann damals auch ein großer Widerstand dran entwickelt. Und aber bis heute gibt es derartige Transporte natürlich, weil ja nach wie vor AKWs auch sehr viele in Deutschland in Betrieb sind und Müll erzeugen. Richtig, ja, leider. Und nach 2011, sagst du, hast du dich dann mit gleichgesinnten Frauen zusammengetan und ihr lebt jetzt in einer Kommune. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was war da eure Zielsetzung und Motivation dabei? Ja, unterschiedlich. Also ich lebe hier mit Frau Lessen zusammen im Wald, im wunderschönsten Wald. Das sind aber andere Frauen, als denen ich mit denen ich jetzt politisch zusammenarbeite. Also die Frauen, mit denen wir dann zusammen damals eben dieses Plenum gegründet haben, was sich dann auch immer noch mal wieder verändert hat und letztendlich jetzt sozusagen unsere Gruppe daraus entstanden ist, eine feste Gruppe, die jetzt schon seit Jahren kontinuierlich arbeitet, sind einfach Frauen, mit denen ich schon lange politisch zusammenarbeite. Und damals war natürlich diese Betroffenheit nach dem 11. September, die war natürlich sehr groß. Wir haben das versucht einzuschätzen, was bedeutet das jetzt, was bedeutet das für die Weltlage, was bedeutet das für den Widerstand natürlich auch. Und ist viel diskutiert worden und dann eben auch versucht worden, so eine Perspektive nichtsdestotrotz da drin zu entwickeln, wie wir weiter mit der Situation umgehen können, Veranstaltungen machen und so weiter und so fort. So. Heute haben wir aber den Schwerpunkt feministischen Antimilitarismus, weil wir das gerade als, also Militarismus an sich sehen wir gerade als mit eine der größten Gefahren, also dass hier einfach in allen Gebieten irgendwie Krieg vorbereitet wird, sieht man ja jetzt auch gerade wieder mit Libyen, wo sie da am Diskutieren sind und einfach auch uns dann beschäftigen mit der zunehmenden Militarisierung in der Gesellschaft, also was das dann auch bedeutet und natürlich nochmal ganz speziell für Frauen. Und ihr habt also analysiert, was das jetzt für eine Bedeutung hat, auch für die Welt, der 11. September. Mhm. Zu welchen Schlüssen seid ihr denn damals gekommen? Ja, zu dem, wie es dann ja leider auch passiert ist, dass nämlich das jetzt als Legitimation genommen wird, um äußerst heftige Gesetze durchzusetzen gegen den Widerstand natürlich,
um irgendwie noch mehr Bevölkerung zu kontrollieren, um im Grunde genommen auch Widerstand hier unmöglich zu machen, zur Legitimation, um Kriege zu führen, was ja auch schon passiert. Ja, so im Grunde genommen das, was so genannt dann ja leider auch eingetreten ist. Okay, die Welt hat sich vor 10 Jahren sicher sehr stark verändert. Und wie du richtig sagst, Geheimdienstapparate und Überwachung wurden natürlich aufgebläht. Man kann sich dem nur schwer entziehen, ne? In der heutigen Zeit. Ja, ich meine, gerade in den USA mit dem Patriot Act, ne, das ist schon ziemlich krass. Also ich weiß gar nicht immer so, ob das dann hier so in Europa wirklich so bekannt ist, was das auch bedeutet, was da gerade alles läuft. Und ja, auch Homeland Security zum Beispiel. Ich glaube, nicht vielen ist klar, hier in Europa zumindest, was für eine Macht die auch haben natürlich. Mm. Nun gut, zurück zum eigentlichen Thema dieses Interviews. Aber ich glaube, dass gerade auch deine Anti-Atom-Arbeit irgendwo natürlich auch mit dem zusammenhängt, über das wir da heute sprechen. Ich meine, die Connection ist natürlich, dass sich offenbar dieses Phänomen immer wieder auch für atomare Anlagen, vor allem jetzt auch Raketenabschussanlagen etc. interessiert hat. Zumindest wenn man jetzt sich anschaut, die sehr, sehr vielen Sichtungen auch vom Militärpersonal über atomaren Anlagen etc. Mhm. Aber darüber wurde ja schon viel berichtet. Du hast jetzt schon kurz begonnen, also du bist da mit deinem Mann und deinen... Drei Kinder waren es damals. Drei Kinder waren damals dabei. Insgesamt hast du, glaube ich, 4 Kinder? Ja, genau. Und also ihr seid da auf der Autobahn unterwegs gewesen? Und auf der Rückreise von seinen Eltern. Also er kommt aus Hessen und ihm waren immer, damals war das sehr wichtig für ihn, sehr eng seinen Kontakt zu seinen Verwandten halten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dahin zu ziehen. Und das war dann sozusagen der Kompromiss. Und das war eben auf einer dieser Rückreisen gewesen. Wir sind dann meistens freitags losgefahren und sonntags abends relativ spät zurückgekommen. Und genau das war dann eben die Situation. Es war irgendwie so 11, halb 12 gewesen, nachts, wo wir zurückkamen und wo dann auf einmal dieses wahnsinnshelle Licht auf uns zukam. Wo war das ungefähr? Das war halt, wie gesagt, schon in Breschenbokel auf dem, ich habe es jetzt mal versucht nochmal zu recherchieren, auf dem Ginsterweg muss es gewesen sein. Also es war eigentlich schon kurz bevor wir zu Hause waren. Wir wohnten damals im Grünen Weg, das war so ein ganz kleiner Weg. Und der machte dann so einen Knick und dann ging das halt in den Ginsterweg irgendwie über. Und wie gesagt, war so eine Abkürzung, wenn man von der Autobahn, damals war, ging die Autobahn noch nicht ganz bis Augustin. Das ging dann noch ein bisschen Bundesstraße und dann kam man, also von der Bundesstraße aus, ist man dann da sozusagen reingefahren. Und das war, wie gesagt, auch schon immer so eine kleine Abkürzung gewesen. Und wir haben die natürlich sowieso benutzt, weil das ja direkt sozusagen für uns direkt nach Hause führte, der nächste Weg war. Und das war, das ist so ein Gebiet, das ist das Hochmoorgebiet, wunderschöne Gegend. Und zwar Häuser, aber sehr weit auseinanderstehend. Und in diesem ersten Teilstück, da gibt es eigentlich gar keine Häuser, oder damals hat es keine gegeben, bis jetzt, das weiß ich nicht, da hat sich natürlich auch einiges verändert. Da hat es eben gar keine gegeben. Und dann kam einfach dieses wahnsinnshelle Licht auf einmal auf uns zu. Wir haben uns dann irgendwie angeguckt und so, hä, was ist das denn so? Landete sozusagen direkt auf der Straße vor uns. Mein Ex-Mann ist eben gefahren, der ist dann, hat dann abgebremst. Haben wir gesagt, diese Straßen, die sind wirklich so klein, dass da immer nur ein Auto entlang fahren kann. Also wenn einem Auto entgegenkam, dann musste man irgendwie rechts sozusagen dann so ein bisschen von der Straße runterfahren, damit man überhaupt aneinander vorbeikam. Also so kleine Straßen sind das. Ja, kenne ich von der Gegend um Marlborough in Wiltshire in England. Ja, ja genau, da gibt es auch so viele kleine Straßen. Genau, da kann man wirklich nur in eine Richtung fahren und man fährt richtig, dann immer so kurze Stücke und denkt sich, hoffentlich kommt da jetzt keiner, weil das ist natürlich ein ziemlicher Stress, wenn man dann sich da so gegenübersteht. Und okay, das heißt, eine nicht stark befahrene Straße. Genau. Sehr eng. Und wie weit entfernt von euch ist dieses Objekt dann gelandet? Ja, fast vor unserer Nase, würde ich sagen. Ne? Also 20 Meter, 10 Meter? So 10 Meter vielleicht. 10 Meter, okay. Wie groß war es? Es war sehr groß. Das habe ich auch nochmal versucht zu schätzen. Also es war
Auf jeden Fall breiter als die Straße. Ich weiß es nicht, 10 Meter, 15 Meter. Okay, also die Straße dürfte dann ungefähr 4 Meter breit gewesen sein? Ja, ich denke, ja, 2, 3 Meter. Mhm. Also das war um einiges breiter als die Straße ja, dann? Ja, war um einiges breiter, genau. Was für eine Form hatte es? Rund. Rund, also ja. So klassische Scheibenform, so fliegende Untertasse, wie man es auch nennt? Ja, das Ding war, es war ja dunkel, ne? Ja. Und es war einfach, dieses Licht war wahnsinnig hell. So. Und wir haben das ja sozusagen von schräg unten gesehen, wie das runterkam. Und von daher weiß ich eigentlich nur, dass es von unten eben rund aussah. Wie es oben weiter aussah, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Aha, das heißt, es hatte auch eine gewisse Höhe, oder, das Objekt? Ja. Wie hoch war es ungefähr? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Okay, aber es kam so nah, dass ihr nur mehr die Unterseite des Objekts gesehen genau. habt. Genau. Okay. Ja, richtig. Gut. Ihr bleibt also stehen, vor euch landet dieses Objekt, das ihr also keinen Moment wahrscheinlich für einen normalen Hubschrauber etc. gehalten habt oder sowas? Nee, war ja auch kein Geräusch da. Kein Geräusch. Hm? Deine Kinder, drei deiner geschlafen. Kinder haben geschlafen. Mhm. Und was ist dann passiert? Ja, wir haben, wie gesagt, wir haben dann angehalten und dann war es eigentlich ganz so, ganz schnell, also zumindest für mich jetzt so, wie als wenn ich hypnotisiert worden wäre oder übernommen worden wäre. Ich bin dann irgendwie ausgestiegen, aber das war schon so wie, ja, wie in Trance. So. Ausgestiegen, in dieser Mitte des Objekts war dann so eine Art Rampe runtergekommen, auf die Straße hin. Also das, dann habe ich auch gesehen, dass da mehrere kleine Wesen rumliefen, also was dann jetzt nach nachträglichen Recherchen, die heute eben die Grauen genannt werden, gewesen sind. Die waren ziemlich klein und eins davon lief sozusagen immer an meiner linken Seite so und hat mir in Anführungszeichen gesagt, was ich tun soll. Also das ging dann einfach telepathisch. Ich wusste einfach, was es wollte und ich habe es auch nicht als bedrohlich empfunden oder so und hatte auch so, ja, eigentlich einfach ja neutrales bis gutes Gefühl. So. Und der hat mir dann eben gesagt, irgendwie der oder die, keine Ahnung, ich sollte da mal irgendwie zu dieser Rampe mitkommen und das habe ich dann eben auch getan und ich diese Rampe hochgehen und das habe ich dann auch getan und dann kam ich halt in dieses Raumschiff rein und dann fehlt auch wieder ein bisschen was. Jedenfalls weiß ich, dass ich dann irgendwann in so einem ganz hell erleuchteten Raum war, wo links so eine Liege war und dann habe ich schon irgendwie große Augen gemacht und dachte so, was soll das denn jetzt hier? Und dann hat aber auch dieses Wesen wieder zu mir irgendwie, also mir rübergebracht, so, hallo, keine Sorge, keine Panik und so, wir tun dir nichts Böses und. Dann habe ich gar keine Erinnerung mehr, was dann überhaupt passiert ist. Erst wieder, als dass ich wieder irgendwann wieder im Auto saß. Wir beide. So. Raumschiff war weg. Es war tierisch spät. Es war irgendwie schon 3 Uhr oder nach 3 Uhr gewesen. Und wir waren beide tierisch müde, haben überhaupt nicht mehr miteinander geredet. Das war auch total komisch, weil wir haben nie wieder darüber geredet und sind eigentlich nur noch nach Hause, schnell nach Hause, Kinder ins Bett bringen und selber ins Bett gehen. So. Das heißt, als das Objekt vor euch, unglaubliche Geschichte, okay. Aber als das Objekt vor euch landete, war es 23:30? Ja, zwischen 11 und 23:30 sowas. Als ihr wieder zu euch kamt oder gekommen seid, war es 3 Uhr in der Früh. Ja. Das heißt, wahrscheinlich über 3 Stunden seit diesem Zeitpunkt, wo du quasi in diesem Objekt, du nennst es jetzt Raumschiff, du die Erinnerung verlierst und dann plötzlich sitzt ihr wieder in diesem Auto, das Objekt war weg, aber ihr wart an derselben Stelle, oder? Genau, richtig. Und seid dann losgefahren. Richtig. Du sagst, dass du, als du dann ausgestiegen bist, in eine Trance gefallen bist. Das heißt, ja. Als das Objekt gelandet ist, war dir noch völlig klar. Das heißt, da hast richtig. Du eine völlig normale Erinnerung dran. Ja, genau. Dein Mann auch eigentlich, oder? Müsste er, ja. Wie gesagt, wir haben dann nie wieder drüber geredet. Ihr habt nie wieder, das finde ich auch interessant. Wieder. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich meine, warum hast du es nicht angesprochen? Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe, glaube ich, einfach völlig verdrängt. Diese Wesen, du sagst,
Nachträgliche Recherchen haben dann ergeben, dass sie einer dieser kolportierten bekannten Spezies ähneln. Kannst du das ein Grace. bisschen, den Grace, okay. Kannst du beschreiben jetzt einmal, wie sie für dich ausgesehen haben in dem Moment? Ja, wie gesagt, sie waren relativ klein, relativ dünn. Also ich habe sie noch als sehr hell in Erinnerung, sehr hellhäutig oder wie immer man das bezeichnen will. Natürlich diese wahnsinnig großen dunklen Augen, das fällt schon immer sehr stark auf. Also ich habe überhaupt keine Erinnerung daran, ob die was anhatten. Also ich kann mich einfach nur noch an, ja wie gesagt, helle Wesen erinnern, die da rumliefen. Und auch vor allen Dingen an diese großen Augen, selbst an Mund, Nase oder Ohren oder sowas, kann ich mich kaum erinnern. Und da warst du aber auch schon in diesem, du sagst jetzt Trance. Trance-Zustand. Kannst du das ein bisschen mehr beschreiben? Was bedeutet Trance-Zustand? Ich meine, was hat sich verändert in deiner Wahrnehmung, als du dann da ausgestiegen bist? Also erstmal so dieses Willenlose. Einfach, wie gesagt, wie so eine Marionette, ne? Okay. Einfach aussteigt, irgendwie was macht, aber eigentlich gar nicht mehr das selber richtig bestimmt, ob man das jetzt will oder anhält oder guckt oder so, ne? Sondern man Weißt du macht noch, einfach nur noch. was dir den Impuls gegeben hat, da überhaupt auszusteigen? Ja, von der Erinnerung her ist das so. Also dieses Raumschiff landet da, boah, was ist das denn? Und dann eigentlich schon erstmal dieser Drang auszusteigen. Okay. Das ist ja direkt vor uns gelandet, so, ne? Und da bleibt man ja nicht einfach im Auto sitzen und denkt so, ja, ist rot, wir fahren gleich weiter oder so. Naja, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt auf einem gottverlassenen Wegstück mit dem Auto entlang fahre und plötzlich landet da vor mir ein Objekt, das ja nichts ähnelt, das du jetzt kennst. Ja? Also kein, es war kein Hubschrauber, es war ein grelles Licht. Welche Farbe hatte das eigentlich, das Licht? Weiß, es war ganz Weiß. helles, ja, weißlich. Ich weiß nicht, ob ich da aussteigen würde. Also ich würde mir das wahrscheinlich einmal vom Auto aus anschauen und keine Na Ahnung. gut, okay. Also für mich war es jedenfalls da noch selbstverständlich auszusteigen. Aber es Okay. war dann schon wirklich so, wie ja in der Bewegung des Aussteigens irgendwie Tür aufmachen, du steigst aus, da fing das eben auch schon an, so wusch, ich war übernommen oder so oder wie immer man das dann bezeichnen will. Also ausgestiegen bist du, ich meine, mich interessiert einfach, wie das jetzt genau abgelaufen ist. Ja, Weil ja. also ausgestiegen bist du noch aus eigenem Antrieb und sobald du aus dem Genau. Auto ausgestiegen bist, das heißt quasi diesen Entschluss gefasst hast, dann hast du bemerkt, dass du ferngesteuert wurdest. Ja, Oder genau. Richtig. 3 Stunden lang quasi völlig weg, hast du später versucht, durch Regressionstherapie da irgendwie an diese Erinnerung wieder heranzukommen? Nee, gar nichts. Aber dann ist ja eben was passiert. Ja. Zwischen Weihnachten und Neujahr, also jetzt 2010, war ich krank, habe im Bett gelegen, habe deine tolle Sendung entdeckt und mir viele davon angehört, aber eben auch andere Sachen angehört, weil das geht dann ja auch mal ganz gut, wenn man krank ist. Und unter anderem habe ich mir dann auch so YouTube-Filmchen angeschaut und war irgendwann, keine Ahnung warum, irgendwann war ich bei diesem Thema UFO, Außerirdische, weiß ich nicht, und habe mir dann so ein YouTube-Video angeguckt von dem Bud Hopkins und der sich ja auch sehr viel damit beschäftigt und auch so sagt, was die denn eigentlich wollen und so. Der hat dann da unter anderem auch Bilder gezeigt von Entführten, also was sie aufgeführt, was sie gesehen haben und was sie dann so aufgezeichnet haben. Und dann war da eben unter anderem ein Bild, wo eine Frau auch in diesem Raumschiff steht und so Säulen sieht, wo Embryos drinne sind. Und ich sehe dieses Bild und denke, mein Gott, das kenne ich doch. Ja, und bin dann total angefangen zu weinen. Also ich konnte überhaupt nicht wieder aufhören. Und dann kam auf einmal tierisch viel hoch. Hallo, die müssen mir Eizellen entnommen haben. Die haben irgendwie ein Embryo draus gemacht oder mir eingepflanzt und wieder rausgenommen oder. Und ich bin dann natürlich angefangen zu recherchieren im Internet, konnte überhaupt nicht wieder aufhören. Was hat das zu bedeuten? Was gibt es für Erfahrungen? Wer berichtet was? Und so weiter und so fort.
ja, habe eigentlich nur noch recherchiert, recherchiert, recherchiert. Und wie gesagt, es kam einfach ganz, ganz viel hoch. Und ich habe dann wirklich irgendwie nur noch wie paralysiert irgendwie im Bett gelegen, beziehungsweise vorm Computer gesessen und ja, mich damit beschäftigt, versucht auseinanderzusetzen. Das heißt, diese Säulen, wie du sie beschreibst, die ja von vielen anderen Entführungsopfern auch beschrieben werden, in denen dann diese Embryos gezüchtet werden oder wie auch immer. Dieses Bild hast du gesehen und hast dich dann spontan an Fragmente deiner Entführungserlebnisse erinnert. Genau, richtig. Das war 1982, muss es auch gewesen sein. Die erste UFO-Sichtung, also Ja. okay, das war so früh. Das heißt, und über 20, na, über fast 30 Jahre danach, 29 Jahre danach, circa, hast du dann plötzlich durch das Lesen dieser Story diesen Trigger bekommen und an was hast du dich dann genau erinnert, von deinen Erlebnissen her? Ich habe mich, wie gesagt, an dieses Bild erinnert, dass ich genau auch schon in dieser Situation gewesen sein muss. Ich habe mich dann daran erinnert, dass da eben auch Wesen gewesen sind, wo eins mir dann irgendwie mitgeteilt hat, irgendwie hier, das ist dein Kind, so. Und Und das waren jetzt so Erinnerungsfetzen, die aufgetaucht sind, Erinnerung, ja. die du aber nicht zeitlich zuordnen kannst, oder? Nee, überhaupt nicht. Du weißt also nicht, war das aus diesem ersten Erlebnis 1982, zumindest dem ersten, an das du dich überhaupt erinnern kannst, Ja. weil das kann man jetzt nie wissen, oder waren es irgendwelche anderen Erlebnisse danach, an die du dich überhaupt nicht mehr erinnern kannst? Okay. Also ich weiß auch nicht, also ich könnte es jetzt auch nicht zuordnen, war das jetzt genau bei diesem ersten Kontakt. Also von dem ersten Kontakt habe ich eher das Gefühl, so ich weiß da nur noch das, was ich gerade berichtet habe. Und wie gesagt, und diese anderen Bilder, die so entstanden ist, wo dann natürlich auch irgendwann so kam, hey, hallo, da muss noch viel mehr gewesen sein. Du musst da öfter drinne gewesen sein, weil ein Bild ist dann auch, dass ich dann irgendwann wieder in so einem Raumschiff gewesen bin und dann zwei von diesen Grauen kamen und mir ein Kind vorgeführt haben, das irgendwie so, ja, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre alt gewesen ist und mir gesagt haben, irgendwie, das wäre mein Kind und ob ich Kontakt mit ihm haben wollte. Und ich habe, also ich weiß auch nicht mehr, was ich darauf geantwortet habe. Nichts, gar nichts. Ich habe dann irgendwie, als diese Bilder irgendwie hochgekommen, immer dieses Gesicht von diesem Kind auch vor mir gehabt und hatte dann nochmal so ein Déjà-vu-Erlebnis, als ich dann morgens mich gewaschen habe und im Spiegel geschaut habe, da habe ich gesehen, irgendwie, ja, das hatte meine Augen so. Und wie gesagt, es war also immer wieder dieses Gesicht vor mir, genau klar, dieses Gesicht vor mir und ja, einfach dieses Bewusstsein irgendwie, da muss mehr passiert sein, da muss irgendwie mehr passiert sein. Es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, diese Entführungserlebnisse, die dann Leute angeblich haben, entstehen dadurch, dass sie von anderen Entführungserlebnissen lesen und sich das dann einbilden. Ja? Oder zum Beispiel in einer Hypnose-Regression, dass irgendwie Dinge dann suggeriert werden, etc. Du sagst also, du hast also dich mit der Arbeit von Bob Hopkins und anderen beschäftigt und Hoskins heißt er, glaube ich. Hoskins Ach oder so, das Hop. kann sein, ja. Ja, im Verwechsel, dann gibt es noch einen Schauspieler, glaube ich, egal. Also, du hast dich mit Forschern, die sich mit dem Abduction-Phänomen beschäftigen oder auseinandersetzen, beschäftigt und dann kamen diese Erinnerungen. Aber wie kam man denn diese Bilder? Kannst du beschreiben, wie das passiert ist, dass diese Erinnerungen hochkamen? Hast du da auf einmal. So, ich möchte ein bisschen darauf hinaus, woher weißt du, dass das wirklich echtes Erlebtes ist? Ich meine, hundertprozentig kann man es wahrscheinlich nie wissen, aber kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Ja, es waren ja erstmal Gefühle, ne? Es waren ja erstmal Gefühle, die hochkamen. Also es war, ich sehe dieses Bild und irgendwie, es kommt ein Gefühl hoch, ja, von großer Trauer, großem Schmerz,
Und dann eben auch zunehmend dieses so, ey, das habe ich schon mal gesehen. Ja, und wie gesagt, ob ich das jetzt wirklich hundertprozentig erlebt habe, ich habe natürlich dann schon auch geguckt irgendwie, was gibt es für Erklärungen, also auch im Internet da irgendwie und über Mind Control gelesen und auch über andere Sachen, was es da noch alles gibt, auch von der anderen Seite. Aber wie gesagt, ist dieses diese Gefühle, die da hochgekommen sind, dies ist so, ich weiß nicht, ob du dich mal mit sexuellem Missbrauch auseinandergesetzt hast, da ist das sehr ähnlich, das fängt an, dass Gefühle hochkommen, so. Und das kannte ich eben aus meiner Vergangenheit. Und das hat sich einfach sehr, sehr ähnlich angefühlt. Und natürlich hast du auch immer diese Zweifel so, ist das jetzt vielleicht doch ein Traum gewesen und so, aber dafür sind diese Gefühle einfach zu echt. Das heißt, das Erste war es einfach nur eine starke emotionale Reaktion auf das, was du da liest, die du dir nicht erklären konntest. Genau. Und später dann wurde das konkreter, hat sich das einfach konkretisiert und du hast dich an Bildfetzen oder Ausschnitte erinnert. Genau. Mhm. Ja, es kamen einfach immer mehr Bilder dann hoch. So. Das ist dann so ein bisschen so wie, ja, es ist da was angepiekt worden, so irgendwie im Gehirn, eine Erinnerung und auf einmal lässt das Gehirn so ein paar Erinnerungen einfach frei. So. Also auch nicht vollständig, weil wie gesagt, es sind immer noch Fetzen, immer noch Teilbilder, die ich im Kopf habe. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, irgendwie vielleicht doch mal eine Hypnosesitzung zu machen, um vielleicht genauer zu wissen, was da überhaupt genau passiert ist. Aber da bin ich zumindest momentan noch sehr gespalten drin, weil also das, was ich gelesen habe im Internet, das hört sich ja nicht so toll an, was dann die Leute da so nochmal durchleben müssen. Und dann weiß ich einfach nicht, ob du dir das antun möchtest. Ja, ob ich das wirklich will, ja. Du sagst, du hattest auch Missbrauchserfahrungen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? In deiner Kindheit? Ja. Und dieser Prozess war sehr ähnlich? Also das Erinnern an deine... Okay. Das ist... Und damals habe ich mich natürlich auch intensiv damit auseinandergesetzt und es gibt ja auch also wirklich tolle Bücher darüber, die Menschen unterstützen, die missbraucht worden sind, so die eben auch genau sagen, ja, das ist normal, dieser Zweifel, den du hast und dass du das immer wieder in Frage stellst und so, wie gesagt, und deswegen, ich habe das als sehr ähnlich oder empfinde es immer noch als sehr ähnlich. Ich bin ja im Grunde genommen bin ich immer noch in diesem Prozess da. Ne? Okay, das heißt, auch hier diese Verbindung eben ganz allgemein zu traumatischen Erlebnissen und dieses Erlebnis hat sich für dich zwar in einem ganz anderen Kontext, obwohl es natürlich auch eine Form von Missbrauch ist, wenn da jetzt tatsächlich Eizellen entnommen werden und ja, Kinder entstehen, von denen du gar nichts weißt, aber du hast da eindeutig diese Verbindung gesehen und das war für dich quasi, unter Anführungszeichen, eine vertraute Sache. Dieses genau. Hochkommen. Mhm. Richtig. Unglaublich. Du hattest aber mehrere Entführungserlebnisse. Kannst du das irgendwie in eine Chronologie bringen? Ja, wie gesagt, das erste war diese Geschichte da auf der Straße. Das zweite, oder ich vermute mal, das zweite war dann diese Geschichte mit, wo ich da in dem Raumschiff stand und diese Säulen gesehen habe. Und das dritte war eben die Geschichte mit dem Kind. So. Und lass mal die dritte Geschichte. Ich glaube, die haben wir jetzt nicht ganz ausführlich. Also, ja. Du warst wieder in so einem Objekt, in so einem Raumschiff. Genau. Und eines dieser grauen Wesen waren da wieder diese typischen Greys dran. Genau, beteiligt? Diese grauen. Okay. Kam mit einem Kind, wie alt war das ungefähr? Zwei waren das, zwei graue Wesen. Zwei graue Wesen und ein Kind? Genau, richtig. Und wie alt war das? Kind herein, ich schätze mal, wie gesagt, vier, fünf Jahre alt. Okay. So. Wobei es machte schon auf mich einen sehr, sehr befremdlichen Eindruck, also einfach weit weg, so, dies soll mein Kind sein. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu diesem Kind, keinen emotionalen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass das Kind auch selber irgendwie nicht verstand, was hier eigentlich vor sich geht. Es sah auch nicht, sag ich mal, ganz normal aus wie ein Kind. Also die Augen waren einfach schon größer als beim normalen Kind. Die Haare waren zum Beispiel so leicht gräulich, was ja eigentlich auch kein Kind hat.
Und es hatte auch ein äußerst merkwürdiges Kleid an. Das sah so ein bisschen so aus, naja, wir ziehen ihm mal was an, weil ein Kind, ein menschliches Kind hat ja was an, so ungefähr. Und ja, und das wurde mir dann eben, wie gesagt, vorgeführt und wurde dann eben gesagt, hier, das ist dein Kind. Und da war erstmal nur groß betrachten und so ein bisschen auch wie, ich kann da jetzt gar nichts mit anfangen mit dieser Situation, was soll das? Und dann wurde ich eben auch gefragt, ob ich gerne Kontakt mit diesem Kind hätte. Und dann die Antwort, die du dir die du auf diese Frage gegeben hast, kannst du dich nicht mehr erinnern? Nee, kann ich mich nicht mehr erinnern. Überhaupt sehr interessant. Mehr. Warum kannst du dich bis dorthin erinnern und dann nicht? Keine Ahnung. Was glaubst du, hast du da geantwortet? Was würdest du jetzt antworten auf diese Frage, ob du Kontakt möchtest zu diesem? Also du hast es als dein Kind wahrgenommen. Also du hast irgendwie gespürt, dass da, dass das schon dein Kind ist, oder war das für dich so völlig fremdartig? Ich meine, war da irgendwie, hast du da optisch gesehen, dass es irgendwie Ähnlichkeit hat oder irgend sowas? Ja, wie gesagt, es hat halt meine Augen. Okay. So. Und ich habe so eine ziemlich undefinierbare Augenfarbe. Und und welche Antwort würdest du da jetzt drauf geben? Möchtest du Kontakt mit diesem Kind haben? Wenn ich heute gefragt würde, ja. Ja, aber ja. Damals, ich glaube, so, also wenn ich halt so zurückblicke und in die Situation reingehe, ist schon so ein Gefühl von, nee, was soll das? Und wie sah... Ihr habt mir zwar diese Eizellen entnommen und ihr habt irgendwie dieses Kind da irgendwie gemacht und so, aber das Kind hat ja ansonsten, außer dass es diese biologischen Verbindungen gibt, eigentlich habe ich ja gar nichts mit dem zu tun. So. Und vielleicht auch so eine Abwehr. Das Kind, wie sah es eigentlich aus? Sah es wie ein ganz normales, menschliches Kind aus? Oder? Ja, wie gesagt, schon, also im ersten Moment, sag ich mal, wie so ein 4-5-jähriges Kind. Also was schon auffiel, dass die Augen größer waren als beim normalen Kind, so leicht schräg gestellt. Okay. Und ähnelten die Augen des Kindes den Augen dieser Wesen in irgendeiner Weise? Ja, von der Form? Eher sowas dazwischen. Okay. Also es hatte nicht diese Riesenaugen, wie die Wesen haben. Die haben ja sehr, wirklich sehr große Augen. Ja. Und, aber es waren auch nicht so klein, sag ich jetzt mal, wie sie normalerweise bei einem Kind sind. Also sie waren sowas dazwischen. Und eben, woran ich mich auch noch erinnern kann, war diese merkwürdige Haarfarbe. Mhm. Und davor hattest, also von der Chronologie her war es so, dass du also dieses Erlebnis auf der Autobahn hattest, vor mittlerweile 30 Jahren. Mhm. Dann auf dem kleinen Weg von der Autobahn. Entschuldigung, ich sage immer Autobahn, richtig, auf dieser kleinen Straße, mhm, wo nur mal ein Auto fahren konnte. Mhm. Dann das Erlebnis, wo du diese Glassäulen gesehen hast mit, mhm, den Embryos. Mhm. Und dann, als man dir dieses Kind gezeigt hat und dich gefragt hat, ob du den Kontakt mit ihm wünschst. Mhm. Richtig. Aber wann diese Dinge waren, also das erste wissen wir, aber die beiden anderen, das kannst du nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das sind auch die einzigen Erinnerungen, die du an deine Entführungserlebnisse hattest. Ja, genau. Glaubst du, dass du öfter entführt wurdest, als du dich jetzt erinnern kannst? Kann ich in keinster Weise einschätzen. Weiß ich nicht. Hattest du auch öfter Sichtungen von ungewöhnlichen Objekten, ohne dass ein Entführungserlebnis folgte? Ja, und zwar genau in der Zeit auch. Da bin ich mal nach Hause gefahren und bin also von der Autobahn runtergekommen. Und wie gesagt, damals war das, heute ist es eine Autobahn, die durchgeht. Also das war, 84, 83, okay. 84. Ja. Und ich bin dann auf dieser Bundesstraße gefahren. Und damals war das eben so, wenn man von der Autobahn runterkam, da kam so ein ganz riesiges, ich weiß gar nicht, ob das ein Möbelhaus war oder was, so aus Metall gebautes Gebäude. So. Danach kam dann so eine Wiese und dann so ein kleines Wäldchen. Und es war halt so, ja, Sonnenuntergang, also es war noch nicht ganz dunkel, es fing an zu dämmern und dann habe ich auf einmal rechts von mir ein riesiges, oranges Etwas gesehen. Was so neben mir, was bedeutet neben dir?
Rechts von mir, wenn man aus dem Auto rausgeguckt hat. In welcher Entfernung ungefähr? Welcher Höhe, weißt du das? Also es war schon ein paar hundert Meter entfernt und schwebte da so am Wald entlang. Also das war so, ja, so in Höhe der Bäume dann. War das Objekt, also die Farbe war offenbar anders, aber war es irgendwie ähnlich dem Objekt, das 2, 3 Jahre davor auf diesem kleinen Wegstück? Nee, war anders, war Völlig ganz anders. anders. War ganz anders. Ja, war so ein bisschen wie, ja, wie so eine Plasmawolke oder so. Also was, wie gesagt, es war so, war orange, ziemlich grelles, helles, also grelles Orange gewesen. Und man konnte auch nicht so eine ganz klare Form erkennen. Also es war länglich und ging eben wie sogar so ganz langsam an diesem Wald entlang, schwebte da so entlang. Also die Form war nicht klar erkennbar, aber trotzdem, es war erkennbar, dass es ein längliches Objekt war, Ja. orangefarben. Erschien es dir, du sagst, wie ein Plasma. Also das erschien nicht wie ein physisches Objekt. Nee, also wenn mir jemand gesagt hätte, das ist jetzt nur Plasma, hätte ich es, glaube ich, auch geglaubt. Okay. Wie lange hat diese Sichtung gedauert? Hast du dann angehalten oder? Nee, das war da, wie gesagt, auf der Bundesstraße, da konnte man nicht einfach so anhalten. Ich habe, so lange wie ich hingucken konnte, habe ich hingeguckt und habe es auch gesehen. Also ungefähr 10 Sekunden, 20 Sekunden. Ja. Gab es da noch weitere Beobachtungen von solchen Objekten? Ja, dann, das war noch eine Zeit später, noch einige Jahre später. Ich weiß, ich habe auch versucht, da zu recherchieren, wann das genau gewesen ist. Das war jedenfalls auch in den 80er Jahren. Da war ich zu Besuch bei einer WG auf dem Land in der Nähe von Rastede, auch im Ammerland. Und ich war mit einer Frau zusammen irgendwie nach draußen gegangen. Es war Nacht. Wir haben irgendwie da mit mehreren zusammengesessen und geklönt und gemacht und getan. Und wir sind irgendwie beide zusammen raus. Ich weiß auch gar nicht mehr den Grund, warum wir rausgegangen sind. Und dann haben wir beide, weiß ich nicht, in so einem, vielleicht einen Kilometer Entfernung, ein oranges Etwas gesehen, was da auch vom Himmel runterkam und scheinbar landete. So sah das jedenfalls aus. Das ist so eine Gegend, wo es auch sehr viele Wiesenäcker gibt und wo dann immer wieder so kleine Wäldchen zwischen sind oder so Grünbepflanzung. Zwischen den Äckern sind. So, und genau in so einem kleinen Wäldchen, so sah das eben aus, landete dieses Objekt. Es war riesengroß, also es war schon richtig beeindruckend, würde ich mal sagen. So richtig beeindruckend. Wir haben uns natürlich dann auch darüber unterhalten, was ist das denn so? Auch sehr fasziniert dahingeschaut und uns eben darüber unterhalten gleichzeitig. Und irgendwie war es uns beiden jetzt nicht fern zu sagen, sieht aus wie ein UFO, was da landet. Ist ja schon komisch. So. Und wie gesagt, das Land ist dann da auch irgendwie gelandet oder zumindest der Erde sehr nahe gekommen und man konnte es aber immer noch sehen. So, also es leuchtete immer noch so ein bisschen durch die Bäume durch. Ja, und dann sind wir irgendwann wieder reingegangen, also haben das die ganze Zeit weiter beobachtet. Das ging dann schon immer eine ganze Zeit lang, also bestimmt irgendwie 5 bis 10 Minuten. Und Helga, so hieß die andere Frau, die hat das dann ganz aufgeregt den anderen erzählt. Und die haben uns überhaupt nicht ernst genommen. Die haben gesagt, ja, ihr habt wohl zu viel gekifft und so. Und was weiß ich, ah, kommt mit raus und guckt es euch an. Aber dann war natürlich auch nichts mehr zu sehen, wie das dann immer so ist. Und wir wurden einfach überhaupt nicht ernst genommen und dann haben wir irgendwann auch nicht mehr drüber geredet. Also sie hat dann irgendwann nochmal gesagt, weißt du, ich bin total froh, dass wir das zusammen gesehen haben, weil sonst würde ich echt glauben, irgendwie ich drehe ab oder so. Du sagst, dieses Objekt war riesengroß. Kannst du ein Ja. bisschen das genauer eingrenzen, Entfernung und Größe? Ja, wie gesagt, das war so, ich schätze schon so einen Kilometer von uns entfernt. Oder einen halben Kilometer, ich bin im Schätzen schlecht. Oder Ist vielleicht aber auch einen halben. schwierig. Es ist schwierig, Ja. ja. Ich habe auch versucht, das nochmal zu recherchieren, um das nochmal genauer irgendwie, aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Also das ist irgendwie, also jetzt genau wo das war, ich weiß die Adresse dummerweise auch nicht mehr, obwohl ich damals wirklich oft bei dieser WG gewesen bin. Das war 89, also. Nee, das war in den 80er Jahren. Also das war so, entweder war schon nach der Trennung von meinem Ex, da bin ich mir eben auch nicht mehr ganz sicher. Nein, das muss nach der Trennung gewesen sein. Also das heißt, es war 85, 84, 85, okay. 85 muss es gewesen sein.
Ja, das war einfach sehr groß. Ja, was heißt sehr groß? Also ich würde mal so sagen, vom Gefühl her so lang wie ein langer Schuppen. Wie lang ist ein langer Schuppen? 20 Meter? Okay. Wenn du jetzt den Daumen bei ausgestreckter Hand haltest, kannst du da ungefähr einschätzen? Gleich groß wie der Daumen? Nee, es war größer. Größer als der Daumen bei ausgestreckter Hand? Doppelt so groß? Ja, doppelt, bestimmt doppelt so groß. Okay. Und das bei einer geschätzten Entfernung von 500 bis 1 Kilometer. Ja, genau. Okay, das war ziemliches Drum. Ja? Ja, das war, wie Also gesagt, es war würde ich wirklich sagen, in der riesengroß. Größenordnung. Ja, es war wirklich Ja? riesengroß. Farbe war wieder orange, sagst du. Das war auch orange, ja. Ja. Und deine Freundin hat das auch gesehen. Und das war ja nicht lange nach deinem Entführungserlebnis, das du noch mit deinem Ex-Mann, also damals offenbar schon Ex-Mann, hattest, ein paar Jahre davor. Ja. Hast du da nicht irgendwie an das wieder denken müssen? Hast du da damals eine Verbindung dazu hergestellt, bei diesen beiden UFO-Sichtungen, die du nach diesem Entführungserlebnis hattest, mit diesem Ereignis, das 1982 passiert ist? Ich habe mit ihr, dann das allererste Mal, habe ich ihr da überhaupt davon damals erzählt. Wie hat sie Also reagiert? da kam schon die Erinnerung hoch und da habe ich so gesagt, das allererste Mal überhaupt mal wieder drüber geredet und habe ihr davon erzählt, dass uns da mal so eine komische Geschichte auf der Straße passiert ist. Wie hat sie reagiert? Sie fand das sehr interessant, aber wie gesagt, sie war auch aufgeschlossen für diese Sachen. Und ja. Also das war dann Mitte der 80er Jahre, wo dieses große Objekt da gelandet ist, circa einen Kilometer oder so entfernt. Wie immer keine Geräusche, überhaupt keine Geräusche. Keine Geräusche. Was war so dein erstes Gefühl, das da in den Kopf kam, als du dieses Ding dort landen sahst? Erstaunen. Was ist das? Hattest du Also, weil diese irgendwie... Größe war ja einfach auch, die war einfach schon so, ja, wirklich so, sowas von erstaunlich und sowas von, dass man es irgendwie erstmal gar nicht glauben kann, was man da sieht. Ist das Objekt wirklich gelandet oder über dem Boden geschwebt? Das weiß ich nicht genau. Habt ihr diese Stelle dann aufgesucht, wo ihr es gesehen habt, danach oder? Nee, haben wir nicht. Das heißt, ob es jetzt wirklich Landesspuren noch hinterlassen hat oder was auch immer, das wissen wir halt jetzt nicht, ne? Nee. Wie ging das dann weiter in den 90ern? Oder hattest du danach dann noch weitere Erlebnisse, an die Nee. du dich erinnerst? Dann war eigentlich lange nichts. Dann war aber auch eben, wie gesagt, sehr viel Veränderung in meinem eigenen Leben. Also zumindest weiß ich nichts, dass da irgendwas gewesen wäre. Keine bewussten Sichtungen, gar nichts. Und ja, und das Witzige war dann ja, dass ich, als ich mich dann jetzt wieder angefangen habe, damit zu beschäftigen, dass ich dann auch wieder eine Sichtung hatte und die ist noch gar nicht so lange her. Kannst du die beschreiben? Wann war die? Genau, ich wollte mal eben gucken, ich habe es mir nämlich irgendwo aufgeschrieben, das war am 28.01. diesen Jahres. Okay. Das war nämlich an dem Abend, wo du eine Sendung gemacht hast. Da habe Okay. ich mich einfach total beeilt, nach Hause zu kommen, weil ich so gerne deine Sendung hören wollte. Und wie gesagt, wir leben ja hier mitten im Wald und wir haben sogenannte Landbriefkästen. Das heißt, die stehen am Rande vom Wald. Und ich bin da irgendwie kurz angehalten, um die Post rauszuholen. Und weil es eben gerade wieder Thema bei mir ist und weil ich mich einfach gerade wieder intensiv damit beschäftige, durch die ganzen anderen Geschichten, habe ich natürlich dann auch zum Himmel geschaut. Und dann habe ich erst gedacht, gucke ich jetzt richtig oder gucke ich nicht richtig? Und dann flitzte da wirklich so ein, das war aber sehr, sehr weit weg. Also es war richtig weit weg. So ein Punkt, so ein heller Punkt, von links nach rechts quer über den Himmel. Und auch mit einer richtig großen Geschwindigkeit. Also wir sehen hier schon öfter Flugzeuge, weil ich vermute mal, dass wir irgendwie die Flugzeuge sehen, die irgendwie in Bremen landen oder so. Also fliegen hier schon relativ häufig Flugzeuge drüber. Aber das war einfach klar, das war was anderes. Es war weiter weg als ein Flugzeug. Es war auch ein sehr, sehr kleiner Punkt. Es war hell, also weißes Licht. Und was auch komisch war, das war so fast ein bisschen wie ein Stern, also so ein bisschen wie so blinkendes Licht. Und bewegte sich dann eben horizontal. Bewegte sich völlig geradlinig.
Na, eher in so einem Bogen. Wie in so einem Bogen. Und dann hat es irgendwie so eine Zacke nach oben gemacht. Hm. Wieder zurück. Und dann war es weg. Von jetzt auf gleich. Was heißt weg? Ja, nicht mehr sichtbar. Hat es sich extrem schnell wegbewegt oder ist es einfach ausgegangen, so wie eine Lampe, die man ausschaltet? Wie ausgelöscht, oder verschwunden in eine andere Dimension oder keine Ahnung. Okay, also es ist einfach weg. Einfach weg. Und bevor es aber verschwunden ist, sagst du, hat es noch eine Zacke gemacht. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Ja, das war ganz komisch. Das war wirklich wie so ein, wie so ein Blitz. Also es kam halt langsam, es kam ja relativ schnell über diesen Horizont und dann macht es auf einmal so zack, zack. So eine Zacke wie nach oben hin, so schräg nach links oben hin, war dann sozusagen wieder auf der anderen, auf der Linie, wo es vorher war, und dann war es weg, kurz nach. Das heißt, es hatte starke Unstetigkeitsstellen in seiner Flugbahn, die ja mit normalem Antrieb nicht wirklich, also viel zu schnell, als dass dieses Manöver irgendein Flugzeug oder Helikopter hätte ausführen. Kann kein Flugzeug machen. Mhm. Und abgesehen von diesen Dingen hattest du also jetzt bis jetzt zumindest keine bewusste Erinnerung an irgendwelche anderen Erlebnisse? Nee, gar nichts mehr. Mhm. Das ist auch interessant, dass also du jetzt wieder eine Sichtung hattest, wo du dich damit zu beschäftigen angefangen hast. Ja, es, also es hat schon ein paar komische Geschichten gegeben hier im Sommer, aber ich war scheinbar so weit weg von diesem Thema, dass ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass das andere Objekte gewesen sein könnten. So. Also mit meiner Freundin zusammen im Sommer irgendwelche orangen Punkte am Himmel gesehen. Sommer 2010. Mehrere 2010, 2009. Also wir sind einfach im Sommer sehr, sehr viel draußen. Wir schlafen dann teilweise auch draußen und so. Und da waren schon einige komische Geschichten. Und eine komische Geschichte war ja auch, da haben meine Freundin und ich erst gedacht, wir hätten das gemeinsam gesehen, aber letztendlich hat sich das herausgestellt, dass sie das eigentlich eher zusammen mit meinem Bruder gesehen hat, was ich auch ganz komisch finde, weil ich meinen Bruder gar nicht so eingeschätzt habe, dass der sozusagen auch zugibt, dass er irgendein merkwürdiges Objekt gesehen hat, wo wir meine Freundin irgendwie vom Bahnhof abgeholt haben. Es gibt ja so einen ganz kleinen Bahnhof am Rand des Waldes. Und ich hatte eben Besuch von meinem Bruder und meiner Schwägerin und wir haben sie dann abgeholt da, weil sie eben Spätdienst hatte. Und auf dem Rückweg in den Wald rein ist uns scheinbar, aber ich habe es, wie gesagt, ich habe es nicht bewusst wahrgenommen. Wir haben uns dann mehr oder weniger nur drüber gestritten, weil sie meinte, hey, das hast du auch gesehen. Ich gesagt, nein, ich habe da keine Erinnerung dran. Das müsst ihr beide gesehen haben. Vermutlich habe ich mit meiner Schwägerin gerade gequatscht oder so, keine Ahnung, wo dann so ein oranges Objekt wohl auf sie zugeflogen kam. Und sie sich eben auch darüber unterhalten haben, was ist das denn? Ist ja komisch und kein Flugzeug. Was kann das sein? So. Unglaublich. Also es scheint jedenfalls in dieser Gegend hier auch öfter sowas zu sein. Beschreibe jetzt nochmal genau die Gegend, wo ihr da seid. Das ist Lüneburger Heide. Lüneburger Heide in der Nähe. Was ist die nächste Ortschaft? Zwischen Buchholz. Buchholz. Mhm. Okay. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du Fehlgeburten hattest. Ja. Wie viele? Oh Gott, das habe ich jetzt natürlich nicht aufgeschrieben und nicht darauf vorbereitet. Also, muss ich erstmal nachdenken, warte mal. Also, erstes Kind, zweites Kind, danach eine Fehlgeburt. Vorm dritten Kind eine Eileiterschwangerschaft. Und eine Fehlgeburt. Also, drei Fehlgeburten insgesamt? Ja, wenn du jetzt mitgezählt hast, ja. Also die Eileiterschwangerschaft jetzt mitgezählt? Ja. Also das Ding ist einfach, ich muss schon dazu sagen, dass ich immer Probleme hatte, die Kinder zu halten, wenn ich dann schwanger war. Ich bin zwar immer sehr schnell schwanger geworden, aber ich hatte immer am Anfang Probleme, die Kinder zu halten. Das heißt, wenn ich dann auch ein Kind nicht wollte, weil das war zum Beispiel so nach dem dritten Kind, die ersten beiden sind nur ein Jahr auseinander und der zweite war sehr stressig. Und dann war ich gleich wieder schwanger und dann dachte ich so, nee, das packe ich jetzt nicht, das will ich nicht. Und dann habe ich halt einmal den Garten umgegraben und hatte ich eine Fehlgeburt. Also ich konnte das dann auch sozusagen schnell einleiten, wenn ich das nicht wollte. Okay. So. Fand ich aber auch okay. Fand ich völlig okay. Ja. Und nach dem dritten Kind, das muss ich mal überlegen. Hattest du eine Fehlgeburt nach dem ersten UFO-Erlebnis? Also nach diesem Entführungserlebnis mit deinem damaligen Ex-Mann noch?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber wie gesagt, ich habe auch immer Probleme gehabt. Ne? Also es kann auch immer gut sein, dass ich dann schon schwanger war und das abgegangen ist, ohne dass ich es das gemerkt habe oder so. Weil mit dem Halten hatte ich immer Probleme. Bringst du deine Entführungserlebnisse und die Fehlgeburten irgendwie in Zusammenhang? Besteht da für dich in irgendeiner Weise ein Zusammenhang? Also erstmal so vom Gefühl her nicht. Nee. Okay. Was ich natürlich gelesen habe, dann fängt man natürlich auch an nachzudenken. Ne? Aber ja, deshalb frage ich, weil das ist sehr oft so. Ja. Physische Spuren, also hattest du nach diesem ersten Entführungserlebnis, hattest du da irgendwelche markanten physischen Spuren, irgendwelche Stellen, wo du offen warst oder Injektions, oder was auch immer, irgendwelche physischen Spuren danach, bei dir oder bei deinem Mann? Oder den Kindern? Es gibt da eine Geschichte, ich habe einen Bauchfellriss direkt am Bauchnabel und da weiß ich eigentlich nie, wie ich dazu gekommen bin. Und da frage ich mich natürlich heutzutage schon, hat das was damit zu tun? Und diesen Riss im Bauchfell, den hast du entdeckt, nachdem du dieses erste Entführungserlebnis 1982 hattest? Das war auf jeden Fall nach dem, ja. Aber unmittelbar danach ist dir nichts aufgefallen? Also ich habe zumindest keine Erinnerung mehr daran. Wenn du jetzt über diese ganze Sache nachdenkst, die offenbar erst seit sehr kurzem, also seit ein paar Monaten erst wieder wirklich bei dir präsent ist. Das ist ja auch interessant. Das heißt, du hast jetzt erst begonnen, das wirklich aufzuarbeiten. Ja, ich bin dabei. Ich habe noch nicht aufgearbeitet. Obwohl ich es erstaunlich finde, wie gut es heute geht, dass ich darüber rede, weil also es wird auch besser, ich merke einfach. Aber ich habe jetzt auch schon gedacht, ob ich nicht doch mal eine Therapie mache. Nicht unbedingt vielleicht jetzt eine Hypnose, aber irgendjemand, der sich mit solchen Sachen auskennt. Ja, ist aber im deutschsprachigen Raum gar nicht immer so einfach, jemanden zu finden, glaube ich. Da hast du auch schon Kontakt mit Selbsthilfegruppen aufgenommen? Ja, ich bin gerade eigentlich eher dabei zu gucken, was gute Seiten sind. Im deutschsprachigen Raum gibt es da ja nicht sehr viele Leute, die darüber sprechen wollen. Ich meine, im englischsprachigen Raum auch nicht so viel, aber da hat es ein bisschen eine längere Tradition schon. Bei uns ist das noch so völlig tabuisiert eigentlich und das finde ich total daneben. Weil nämlich jemand, der in deiner Position ist, der tatsächlich solche Erlebnisse hatte, so wir sie auch sein mögen, dem ist nicht damit geholfen, wenn man ihm sagt, dass er einfach sie irgendwie was einbildet. Weil glaubst du, dass eine Möglichkeit besteht, dass das wirklich alles Einbildung ist und im Prinzip vielleicht ein Echo deiner Missbrauchsgeschichte ist? Ich weiß es nicht. Also ich habe mich ja schon, wie gesagt, auch, also ich habe das also mich dann ja schon auch weitergehend damit beschäftigt, mit Mind Control, mit diesem also elektrochemischen oder röntgenologischen oder was weiß ich, Strahlung irgendwie, wo Menschen versucht werden mit zu beeinflussen. Und was man Mensch dazu liest, das ist ja schon auch ganz schön erschreckend. So. Also wie viel sie dir, sag ich jetzt mal, in den Kopf einpflanzen können und du denkst wirklich, das war jetzt ein Erlebnis gewesen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie bei mir irgendwie sowas versucht haben, weil ich ja eben auch so eine politische Frau bin und so aktiv bin. Aber was mich schon ein bisschen stutzig daran macht, ist, dass dieses zumindest das erste Erlebnis vor der Zeit war, wo ich politische Arbeit gemacht habe. Was natürlich auch nicht viel zu sagen hat, weil scheinbar haben sie sich ja auch irgendwie immer Leute einfach rausgesucht und die da mit Mind Control oder sowas, also mit irgendwelchen Strahlen da versucht zu beeinflussen, scheinbar damit rumexperimentiert oder so. Also so eine hundertprozentige Sicherheit, glaube ich, gibt es da nicht. So. Na naja, gut, aber jetzt, gerade bei deinem ersten Erlebnis, das, wie du selbst sagst, jetzt vor deiner politischen Laufbahn war, oder politische Laufbahn, vor deiner Aktivistinnenlaufbahn, diese kleinen Wesen, ich meine, an die erinnerst du dich ja noch, also das war ja so in dieser Übergangsphase, an die kannst du dich ja wirklich noch bewusst erinnern. Und das war übrigens zu einer Zeit, wo ich auch noch überhaupt mich mit solchen Sachen überhaupt noch nicht beschäftigt hatte. Ne? Ja, das heißt, du hattest keinerlei Vorbildung und nee, siehst nicht, Wesen, die du später in deiner Recherche, und später heißt eben Ende 2010, ja, also lange danach, identifizierst als Grace, so wie sie halt von sehr vielen gesehen werden, sind diese Wesen, die du gesehen hast, denen ähnlich oder ist es für dich so völlig klar, das sind sie? Nee, eher ähnlich.
Ähnlich. Okay. Ähnlich. Ja, weil, also, ich sage jetzt mal genau so, wie ich sie in Erinnerung habe, so habe ich sie nicht im Internet wiedergefunden. Aber diese Erinnerungen sind ja auch so, also ich war ja nicht ganz bei Bewusstsein, sage ich jetzt mal. So, Ja. das Ja, ist auch so. es gibt ja keine Bilder in Wirklichkeit, obwohl, da komme ich noch gleich drauf, sondern immer nur Zeichnungen. Ja, Fast nur. genau, Ja. richtig. Aber es gibt ja, Stan Romanek will ja so ein Ding gefilmt haben. Kennst du diesen Film zum Beispiel? Ist das dieses, wo dieses Wesen da irgendwie auch noch irgendwas ein, also irgendwelche Medikamente im Mund bekommt oder so? Dann habe Nein, ich, so eines habe ich was aus gesehen. seinem Haus hinaus filmt, wo dann plötzlich dieser Alien Grey auftaucht und Ach, kurz. da mit dem Fenster, ja, Ja, das ist ein hast du das komisches Video Bild. gesehen? Ja, habe ich gesehen. War da für dich irgendeine Ähnlichkeit mit dem, was du gesehen hast? Nee. Das heißt, also das hätte für dich jetzt keinen Bezug zu deinem Erlebnis. Und ja, und das ist eben so die Frage. Ich meine, glaubst du, dass dein Erlebnis rein induziert sein kann? Also, dass diese Erinnerung an dieses Wesen, auch die späteren Erinnerungen, die hochgekommen sind, wohlgemerkt, war denen eine emotionale Welle vorgelagert. Also wahrscheinlich liegt dem wirklich auch ein Trauma zugrunde. Glaubst du, dass diese Erinnerungen auch an das Kind, dass die alle induziert worden sind, eingepflanzt, wie auch immer das funktionieren soll? Hältst du das für möglich, jetzt von deinem Gefühl her? Ich glaube, ich muss es einfach als eine Möglichkeit sehen. Aber glaubst du So. persönlich, dass das wahrscheinlich ist? Wenn du jetzt drüber nachdenkst. Also es bleibt immer sowas zurück von, nee, das war es nicht. Also das war schon real. Also wenn du da Also so im reinspürst, war. tiefsten Innern, sage ich jetzt mal, im tiefsten Innern. Aber ich bin mir ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, inwieweit über Mind Control oder ähnliche Geschichten dir nicht auch sowas eingepflanzt werden kann, dass du dir absolut sicher bist. Das ist ja das große Problem, ne? Aber ich meine, du bist in der, sage ich mal, einzigartigen Position, dass du tatsächlich einen Referenzpunkt hast, ne? Aber für dich spürt sich das jetzt tatsächlich an wie ein reales Erlebnis, so unwirklich das auch erscheinen mag, weil das ist ja das nächste Problem. Ich meine, das sind ja Erlebnisse, die sind so außerhalb von allem, was wir kennen. Die fühlen sich sowieso irgendwie fremd an, nehme ich an. Ja, fremd weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich meine, zum Beispiel, ich rede mit meiner Freundin natürlich jetzt gerade auch ganz viel darüber und dann sage ich immer, warum ist das so traumatisch für mich? So, weil so ein Aspekt, über den ich jetzt auch noch gar nicht geredet habe, ist für mich, dass ich das, ich sage jetzt mal, also was ich jetzt im Internet recherchiert habe, da ist es ja so, dass dann auch gesagt wird, irgendwie, ja, die haben scheinbar ein Fortpflanzungsproblem, bla 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 und so. Und wo ich dann denke, ja, ist dann ja auch okay, wenn sie mir da ein paar Eizellen entnehmen, weil ich habe ja genug gehabt in der Zeit. Und das heißt, ich habe da eigentlich nichts gegen. So. Und eigentlich finde ich es auch eine tolle Geschichte, dass man das so machen kann, dass du hinterher nichts mehr von weißt, gerade wenn es zum Beispiel schmerzhaft gewesen ist oder so. Das heißt, ich bin dem ja nicht so negativ gegenübergestellt. Und trotzdem ist da sowas, was ich scheinbar nicht verarbeiten kann oder wo ich Probleme mit habe in der Verarbeitung. Und ich meine, wie gesagt, wir reden da momentan ziemlich viel drüber und es ist einfach auch dieses, ein so ein Punkt ist auch, dass dieses Willenlose, dieses, also dass du es einfach selber nicht mehr bestimmst, es wird einfach irgendwas mit dir gemacht. Ob das sowas hinterlässt. Du meinst jetzt dein Trauma, das du gerade angesprochen hast. Also Ja, genau. Und wir haben natürlich auch über Sachen, das ist jetzt, das würde vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, aber das Ding ist einfach, dass ich über meine politischen Geschichten und Knast und es eine Zeit lang auch mal so aussah, dass ich länger im Knast sein werde. Ich damals irgendwann meine Kinder abgegeben habe, meinem Ex-Mann, weil ich einfach eine gute Lösung für die Kinder haben wollte und er das leider, leider dazu benutzt hat, die Kinder gegen mich aufzuhetzen und es irgendwann auch keinen Kontakt mehr kam. Die Jüngste ist dann irgendwann zu mir zurückgekommen, ist dann auch bei mir aufgewachsen, mit der habe ich auch noch intensiven Kontakt. Der Dritte habe ich, mit dem habe ich mittlerweile wieder Kontakt. Also es fängt wieder an. Ob das nicht auch eine Rolle spielt, also hat meine Freundin da mal so angesprochen. Du meinst jetzt, weil du eines deiner Kinder vorgeführt bekommen hast, mit der Frage, ob du Kontakt zu ihm willst? Ja, überhaupt dieses Thema Kinder, meinte sie.
Ja, aber wenn du sagst, dass du den Kontakt verloren hast oder eine Zeit lang verloren hast zu deinen Söhnen, dann kann das zum Beispiel erklären, warum dieses eine Erlebnis, wo du gefragt wirst, möchtest du zu diesem Kind, also ich sage mal, das Mischlingskind zwischen den anderen und uns, da erinnerst du dich ja nicht an die Antwort, aber glaubst, dass du gesagt hast, nein, eigentlich nicht. Und das kann natürlich auch Schuldgefühle, ich meine, oder das wird natürlich auch. Das ist wirklich sehr komplex. Ja, deswegen habe ich ja auch, wie gesagt, bin ich jetzt in letzterer Zeit, dass ich denke, vielleicht doch mal eine Therapie und aber mit jemand, der sich da auch auskennt und der das ernst nimmt, weil ich habe keine Lust auf sowas so, was sind das für Spinnereien oder so. Ja, ich meine, es kann sich natürlich herausstellen, dass das alles nur Einbildung ist, ne? Wenn ich dich vorher richtig verstanden habe. Das kann man nicht hundertprozentig ausschließen, auch wenn sich so überhaupt nicht danach anfühlt. Das heißt, wenn du jetzt in Psychotherapie gehst, suchst du dann auch quasi Antworten? Willst du quasi zumindest ausschließen können, dass das irgendwie eine psychotische Wahnvorstellung ist oder was auch immer? Also eine psychotische Wahnvorstellung, sag ich mal, davon gehe ich sowieso aus, dass es das nicht ist. Also wenn dann Das war jetzt ein eher so, bisschen zu stark gesagt, aber ich meine irgendeine Ersatzerinnerung zum Beispiel. also so eine, naja, also was ich, wie gesagt, ja nicht ausschließen kann, ob das nicht doch eine Beeinflussung gewesen ist oder solche Sachen. Oder Ja. ob, ja, ich weiß gar nicht, aber damit müsste ich mich einfach nochmal näher beschäftigen. Das heißt, du möchtest vor allem auch mit deinem Psychiater darüber sprechen, um diese Erlebnisse besser einschätzen zu können. Genau. Ne, das verstehe ich gut, ja. Das wäre auch sehr interessant, da irgendwann wieder mal drüber zu sprechen. Also ich meine, das ist heute quasi mal so dieser erste Schritt. Du erzählst einfach einmal die Dinge, über die du jetzt wirklich dir wieder bewusst geworden bist und mit denen du dich auseinandersetzt. Gibt es da auch noch so Dinge, die irgendwie so in der Zwischenwelt noch sind, wo du jetzt noch nicht drüber reden möchtest, weil du einfach nicht weißt, wo das jetzt genau herkommt und ob das real war oder irgendeine. Ja, wie gesagt, für mich fühlt es sich ja schon real an. Und so im tiefsten Innern gehe ich davon aus, dass es Realität gewesen ist. Ja. Und es gibt eine andere Geschichte. Ich habe, also seitdem ich, wie gesagt, deine Sendung da höre oder so, da werden ja viele, viele verschiedene Themen angesprochen. Und unter anderem war da ja auch mal eine Sendung über Astralreisen und Klarträumen. Und da habe ich festgestellt, Klarträumen mache ich auch schon länger. So, ich habe das immer als bewusstes Träumen bezeichnet. So, und dann habe ich gedacht, so, jetzt will ich mal versuchen. Also erstmal habe ich versucht, so Astralreisen zu machen, aber es ist mir leider nicht gelungen, also ohne Anleitung jedenfalls nicht. Würde ich aber trotzdem noch mal gerne lernen, finde ich total spannend. Dann habe ich gedacht, okay, Klarträumen, das kriegst du hin. Ich will jetzt versuchen, ganz bewusst dahin zu kommen, wo dieses Kind ist. Und es ist so mit diesem Klarträumen, dass ich jetzt das leider jedenfalls nicht so steuern kann, dass ich sage, so, ich lege mich jetzt hin, gehe schlafen und mache das auf jeden Fall. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. So. Aber oft klappt es eben. So. Und das war dann eben auch, wie gesagt, ich habe das dann probiert und es hat geklappt. Und ich bin dann über so ein Wurmloch zu einem anderen Planeten gekommen, der unserem sehr ähnlich war, aber schon auch anders, weil da andere Pflanzen waren, zum Beispiel eine andere Pflanzenwelt. Und ich habe sie tatsächlich wiedergesehen. Und das war total schön. Du hast dieses Kind wieder gesehen Ja, in ich habe diesem es wieder gesehen. Klartraum, Ja. dass Aber du als Erwachsene. und du hast sie eindeutig wiedererkannt. Wow. Ja, es war total schön. Es war einfach total schön Konntest du und mit ihr irgendwie Kontakt aufnehmen oder hast du sie nur beobachten können in diesem Traum? ich habe sie von Weitem gesehen und ich habe gesehen, sie ist zufrieden, ihr geht es gut. Und dann bin ich wieder gegangen. Und du sagst jetzt, das war auf einem anderen Planeten. Das war auf einem anderen Planeten, ja, definitiv. Woher weißt du das? Also es gibt sowas mit diesen Klarträumen. Wenn ich mich halt hinlege und wie gesagt, dieses Klarträumen mache, dann versuche ich auch gerne, sag ich mal, auf andere Planeten zu gehen. Das geht aber nicht immer. Manchmal finde ich Wurmlöcher, manchmal nicht. So, und wenn ich dann eins finde, dann gehe ich durch. Wie Und schauen diese Wurmlöcher aus? ha, schwierig zu beschreiben. Also das ist, es ist erstmal, sag ich mal, wie so ein dunkler Fleck, der dich
sozusagen, wie von dir wegzieht. So, und wenn du dann reingehst, dann ist es so, dass du ganz viele Eindrücke hast, ganz viele verschiedene, auch Lichterspiele und. Das geht alles sehr, sehr, sehr schnell. Und dann landest du irgendwo. So. Dann ist es für mich erstmal so, dass ich mich dann versuche zu orientieren, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Manchmal weiß ich es nicht. Und als ich diesen Klartraum gemacht habe, wo ich mir das eben auch vorgenommen habe, dahin zu gehen, wo sie jetzt ist, da bin ich eben ganz zielstrebig gesagt, so, ich will genau dahin. Und ich möchte, ich bitte jetzt sozusagen um Führung und um Energien, die mich genau dahin führen. Glaubst du, dass du in diesem Klartraum tatsächlich an einem realen Ort warst? Ja. Warum glaubst du das? Ja, weil ich weiß, dass das geht, dass man halt sozusagen auch woanders hingehen kann, ohne körperlich da sein zu müssen. Okay, also damit haben wir eh schon ein bisschen so die Brücke zur Astralreise hin. Ne? Ich meine, das ist dann so, das hört sich für mich so nach einem Mittelding an zwischen diesen beiden Dingen. Und das machst du also öfter und das hast du jetzt bewusst gemacht, um dein Kind wiederzusehen. Das ist unglaublich. Genau. Ja, was ich mittlerweile schade finde, dass ich nicht doch, sag ich mal, zu ihr hingegangen bin und auch mal versucht habe, Kontakt aufzunehmen. Also es war einfach so, es war erstmal ein tierisches Glücksgefühl da und ich dachte so, oh, es geht ihr gut und das ist doch toll und das hat mir dann in dem Moment gereicht und seitdem gelingt es mir aber leider überhaupt gar nicht mehr wieder. Doch einmal habe ich es geschafft, wieder auf diesen Planeten zu kommen, aber ich habe sie nicht gesehen. Es gelingt mir, also es ist mir bis jetzt jedenfalls noch nicht wieder gelungen, da Kontakt aufzunehmen. Glaubst du, dass sie dich wahrnehmen könnte, wenn du sie in einem Astral, in einem Klartraum aufsuchst? Hast du das Gefühl, dass dein Kind dich dann sehen oder wahrnehmen könnte, wie auch immer? Weiß ich nicht. Das ist natürlich interessant, ne? Du könntest vielleicht... Ja. Weil ich habe es ja blöderweise nicht probiert. Okay. Ja, da kommen wirklich einige Dinge zusammen, die ich wirklich extrem spannend finde. Und ich finde es auch sehr stark von dir, dass du da offen bleibst und sagst, dass du das durchaus auch für möglich hältst, dass das irgendeine Psy-Op ist, der du da anheimgefallen bist. Ist aber keine angenehme Vorstellung, oder? Ich meine, wie geht's dir denn mit dem Ganzen jetzt, wenn du das jetzt so nach der ersten, nachdem das jetzt wieder hochgekommen ist, kannst du dich schon ein bisschen in Distanz dazu begeben und dir das anschauen und wie geht's dir da damit jetzt? Ja, es fängt an. Also das merke ich ja jetzt auch mit diesem Interview irgendwie, das allererste Mal, wo ich damit ja sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen bin, das war ja auf dieser Sendung Hiobsbotschaft und da war es echt noch ganz schön anders. Also da hatte ich schon noch einen ganz schön dicken Kloß im Hals und habe mit den Tränen gekämpft. Und ich merke einfach so, ja, es fängt an, dass ich das auch leichter erzählen kann. So. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich einfach mich immer noch intensiv damit beschäftige und versuche, das irgendwie zu verarbeiten. Naja, und dieses Gefühl, wenn das wirklich jetzt, sag ich mal, alles Mind Control gewesen ist. Wobei ich finde, da spricht auch wieder zum Beispiel dagegen, dass ich das mit den Klarträumen geschafft habe, da hinzukommen. Ja. Aber das hatte ich schon ein heftiges Gefühl. Also ich glaube, das würde ganz schön viel Wut bei mir auslösen, wenn ich das irgendwann mitkriegen würde. Ich denke, würde echt so. Oh. Dass diese Erlebnisse nicht auf Realität beruhen, sondern auf irgendeine Suggestion. Ja, du, na klar. Ja. Also das fände ich ungeheuerlich. Also das fände ich wirklich ungeheuerlich. Aber also diesen Wesen gegenüber, jetzt nennen wir es einfach mal so, die dich da entführt haben, was fühlst du denen gegenüber? Ganz gespalten. Also einerseits denke ich, ja, es ist okay, wenn sie das machen und andererseits denke ich, hallo, irgendwie, ich bin auch eine erwachsene Frau und ein Mensch kann auch mit mir reden und wieso habt ihr das nicht offener gestaltet? So. Ja, und so wie dir, ich meine, in dem Fall, an dieser Stelle sollte man auch immer erwähnen, dass wenn du jetzt ein Einzelfall wärst, ja, dann, dann wäre es eine ganz andere Sache, aber es gibt, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen weltweit, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Ganz wenige sprechen nur drüber. Das heißt, es ist total schwer einzuschätzen, wie hoch da die Dunkelziffer ist. Aber sehr viele Menschen machen genau diese Erfahrung, die du machst, wenn du jetzt
dich ein bisschen aus der Gleichung rausnimmst, was natürlich schwierig ist. Aber wenn du dir jetzt überlegst, was bedeutet denn das eigentlich? Ich meine, es ist eine gewisse, unser freier Wille wird da überhaupt nicht respektiert. Wir werden eigentlich behandelt wie Kinder von diesen Wesen, wer immer das jetzt ist. Gehen wir mal davon aus, es ist nicht einfach nur Mind Control und irgendeine MeLab-Operation, sondern es sind tatsächlich uns unbekannte Intelligenzen. Die behandeln uns doch ziemlich blöd. Oder wie siehst du das? Ich meine, also ich kann da schon auch was dran verstehen, weil ich meine, diese Wesen scheinen ja wirklich uns weit, weit, weit aus überlegen zu sein. Alleine weiß ich nicht, dass sie uns schon besuchen können. Und was ich eben auch, wie gesagt, alles so gelesen habe und was dann ja wahrscheinlich auch bekannt ist, zumindest für diejenigen, die denn sowas, diese Sendung jetzt hören oder so. Dann guckt ihr uns an, so, also da sind wir ja in Anführungszeichen schon fast primitiv gegen. So. Und ich weiß natürlich auch nicht, was die ja zum Beispiel vielleicht auch schon für Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht haben sie ja versucht, mit Menschen Kontakt zu kriegen und zu sagen, wir hätten da gerne. Und die Menschen sind dann aber nur voller Angst weggelaufen oder so. Dass sie deswegen zu solchen Sachen greifen. Also das so zu machen. Nichtsdestotrotz finde ich, muss man da ja auch differenzieren. Also es gibt ja Menschen, die offen dafür sind und andere, die es nicht sind. So, und also ich mache das zum Beispiel auch gerade, also sowieso jetzt auf 2012 hin, dass ich gerade jeden Abend so eine energetische Sitzung mache. Und da bitte ich auch unter anderem um Kontakt, weil ich bitteschön mit Ihnen darüber reden will. Das verstehe ich absolut, ja. Und mal gucken, was da passiert. Das heißt, für dich sind da schon irgendwie Dinge zurückgeblieben, die einfach unbeantwortet sind. Und es ist einfach keine Art, so mit einem umzugehen. Ich meine, genau, richtig. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, wie gehen wir denn jetzt mit den Tieren um? Aber das ist ja auch, was ich kritisiere. So. Ja. Ich find, so ein Recht haben wir einfach auch nicht. Und genauso sage ich das auch zu denen. So ein Recht habt ihr einfach nicht, mit anderen Intelligenzen umzugehen. Findest du das irgendwie als ähnlich, wie wenn ein Tierarzt auf eine Weide geht und einer Kuh eine Betäubungsspritze verpasst, ihr, keine Ahnung, irgendeinen Abszess wegschneidet und sie dann wieder auf die Weide entlässt, so ungefähr? Ja. Die Kuh glaubt sicher, das ist irgendwie ganz ein Böser und wer weiß, was der mit mir macht und in Wirklichkeit hat er ihr Leben gerettet. Ja. Aber es ist unmöglich, der Kuh das jemals zu erklären, was er mit ihr gemacht hat. Doch, er hätte vorher mit ihr reden können. Naja, aber ich meine, sie würde es nicht verstehen. Da bin ich anderer Meinung. Okay. Also ich bin ja selber, ich bin ja wie gesagt eigentlich Krankenschwester und ich habe mich ziemlich von der Schulmedizin verabschiedet und arbeite eigentlich nur noch mit anderen Heilmethoden, also viel mit Homöopathie, Bachblüten, Rostock-Essenzen, wenn die Jungs auch super, super, super interessant, werde ich das demnächst mich mal mit auseinandersetzen. Und ich gehe mit den Tieren anders um. Also ich kann dir zum Beispiel eine Geschichte erzählen, wo meine Schwester, die mehrere Katzen hatte und eine Katze, die hatte irgendwie eine Verwundung und da hatte sich scheinbar ein Abszess festgebildet. Und ich bin dann auf diese Katze zu und es war klar, dieser Abszess musste aufgemacht werden und durchgespült werden, damit das überhaupt heilt. Und dann bin ich auf diese Katze zu und habe mit ihr geredet und sie gestreichelt und ihr gesagt, dass ich ihr helfen will. Und die Katze hat völlig ruhig gehalten. Das würde normalerweise kein Tier tun, oder? Okay, das heißt, du glaubst schon, dass auf einer bestimmten Ebene auch uns erklärt werden könnte, natürlich, was da mit uns passiert. Richtig. Glaubst du das? Ich glaube, also ich meine, ich rede mit den Tieren natürlich, in Anführungszeichen, also mit dem Mund, aber ich denke, dass es eigentlich schon in so eine Richtung Telepathie geht. Die kriegen das mit. Genau, die Kommunikation, wie ist die denn abgelaufen? Habt ihr gesprochen oder? Mit den Wesen? Ja. Nee, das war immer nur telepathisch. Aha. Auch mit deiner Tochter? Ja, war auch telepathisch. Und hältst du es auch für möglich, dass vielleicht der Hintergrund dieser ganzen Aktion, ich meine, du hast vorher dieses Szenario genannt, die haben irgendwie Probleme mit sich fortpflanzen und brauchen daher unsere Eizellen. Das heißt, es quasi, sie brauchen Hilfe von uns. Was wäre, wenn es eigentlich umgekehrt ist? Wenn wir eigentlich Hilfe von ihnen brauchen, weil naja, irgendein Kataklysmus auf uns zukommt, den wir so ohne weiteres nicht überleben würden.
als Spezies? Interessante Frage. Ja, kann natürlich auch sein. Ne? Also ich glaube ja sowieso, dass wir ihre Hilfe brauchen, davon abgesehen. Wozu brauchen wir ihre Hilfe? Ja, um die Menschheit mal endlich ein bisschen weiterzubringen in ihrer Evolution. Weil okay. Ich meine, wir stehen ja seit Jahren hier irgendwie still. Passiert ja wenig. Naja, also in den letzten Monaten geht es ziemlich rund, ne? Das stimmt. Eigentlich schon seit ein paar Jahren, eigentlich, kann man sagen. Also spätestens seit der Finanzkrise ist ja ziemlich viel in Bewegung. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber du glaubst einfach, dass wir von diesen Wesen auch viel lernen könnten? Ja, total. Und ich glaube, das wird jetzt dann der Abschluss dieses Interviews sein. Was glaubst du, wer sind diese Wesen? Ist das überhaupt, ist das eine Gruppe, sind das mehrere Gruppen? Hast du dazu irgendwelche Ideen? Also ich glaube schon, dass es viele verschiedene sind. Also das hat natürlich jetzt auch wieder was mit Recherchen zu tun, irgendwie, was ich recherchiert habe. Aber das halte ich auch für wahrscheinlich. Also dass es einfach viele verschiedene Wesen sind, von anderen Planeten, aus anderen Planetensystemen, aus anderen Dimensionen. Also ich fand das zum Beispiel auch total interessant, dieser eine Kornkreis, wo die diese Antwort gegeben haben auf dieses, SETI heißt das, glaube ich, wo sie ja auch, also wo wir ja sozusagen die Informationen ins Weltall geschickt haben, irgendwie Erde, so und so viel Bewohner und so weiter und so fort. Und sie haben doch zurückgeschrieben, Mars, Erde und Photonengürtel oder sowas, ne? Du sprichst jetzt von dieser Arecibo-Message, die rausgeschickt wurde und die dann in England gegenüber einer Abhörstation, glaube ich, kam dann die Antwort runter in den... Genau, richtig. Okay, ich glaube, 2000, irgendwann zwischen 2000 und 2005. Richtig, genau. Und das ist doch total interessant, dass da auch Erde drauf stand. Ja, also dass da diese Art von Kommunikation passiert. Also, nein, aber ich meine auch, weil, wo kommen Sie her? Also ich meine, das war ja irgendwie, wir kommen von der Erde, da schicken wir hin, wir sind auf der Erde so und Sie schreiben zurück, dass Sie auch auf der Erde sind. So. Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber es war irgendwie so eine Antwort. Mars, Erde und Photonengürtel draufgeschrieben. Aha. Und das finde ich einfach, und das spricht einfach, ich meine, klar, ich meine dreidimensional, also das wissen wir ja nur mittlerweile, oder wissen die meisten ja mittlerweile, dass das wirklich dreidimensional was sehr Begrenztes ist und dass es viel, viel mehr Dimensionen gibt. Und ja, dieses ganze Thema mit Paralleluniversen und ja, ich glaube, da gibt es einfach noch ganz, 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 ganz viel, was wir lernen könnten. Ja, und wahrscheinlich lernen sollten. Und diese Kontakte hängen jetzt also in deiner Meinung nach auch alle mit diesen verschiedensten Möglichkeiten zusammen. Und das ist wahrscheinlich ein Sammelsurium und deshalb für uns auch so dermaßen schwer, das irgendwie in unseren Schädel zu kriegen. Ja, und weil es einfach auch, glaube ich, einfach total weit weg von uns ist, ne? Es ist einfach auch von unserer Realität aus gesehen wirklich schwer zu begreifen. Ja, ich meine, manche, so wie du und wie gesagt, also ganz viele andere weltweit, kommen dem Phänomen ja viel näher, als sie jemals gewollt hätten, aber selbst ihr könnt dann euch überhaupt keinen Reim drauf machen, natürlich. Genau. Ja, Heike, großes Danke, dass du dich bereit erklärt hast, darüber zu reden. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende und ungewöhnliche Geschichte. Also du hast mir da so 3-4 Seiten langes Mail geschrieben und das hat sich wirklich gelesen wie eine spannende Kurzgeschichte. Freut mich sehr, dass wir dieses Gespräch da führen konnten und ich hoffe, dass wir, wenn du selbst in deinem Prozess da weiter bist und vielleicht neue Erfahrungen, neue Erinnerungen hochkommen oder du neue Erlebnisse hast, dass wir da wieder mal ein Update machen können. Ja, können wir gerne machen. Okay. Ja, ich bedanke mich auch. Für mich ist es ja auch, ja, also ich finde schon, dass ich sehe es auch als einen Teil der Verarbeitung, dann da wirklich mit mal endlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich glaube, es ist auch gerade die Zeit, wo man das tun kann.